Matsucha-Mentalität und seine wunderschönen Augen. Und er verliebte sich in meine Voodoo-Amulette und meine geschmeidige... La 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 la, ich höre dir gar nicht zu! Wie ein Vulkan! Aber nach mehreren Monaten innigster Leidenschaft, die das Meer zum Brodeln brachte, kühlte unsere Liebe ab. Und danach wurde er völlig besessen vom La Esponja Grande. Als wir uns trennten, schenkte er mir dieses Medaillon. Wie traurig und beunruhigend anschaulich. Erzähl mir noch etwas über dieses Medaillon. Nein, der Schmerz sitzt zu tief. Geh zu den Jerkbait-Inseln. Finde Coronado de Cava und zeig ihm das Medaillon. Wenn jemand La Esponja Grande finden kann, dann er. Okay, das war's. Gut, das war schön beunruhigend, aber ich muss noch von einer Insel flüchten, eine Ehefrau finden und anscheinend einen riesigen Voodoo-saugenden Schwamm jagen. Möge dich das Schicksal leiten, Guybrush Threepwood. Ich bin mir nicht sicher, was das für ein Schädel ist, aber hoffentlich begegne ich nie dem Träger. Kannst du nicht den magischen Schleim in diesen Flaschen dazu nehmen, meine Hand zu heilen? LeChuck's Pocken können nur mit La Esponja Grande geheilt werden. Oh. Ach, und schon sind es nutzlose Zutaten. Was ist das? Hier? Ich habe dieses Gerät vor kurzem in einem Sumpf gefunden. Ich habe seine Rätsel noch nicht gelöst. Ein Diorama. Was also macht ein Diorama so tödlich? Okay. Kristallkugel? Cool, eine Boccia-Kugel. Das ist keine Boccia-Kugel. Das ist das legendäre, allsehende Auge von Jemala. Es sieht alles? Kann es Elaines Schiff sehen? Oder was aus meinem Lieblingssocken wurde? Jetzt nicht. Es schläft gerade. Ah ja. Bücherregal. Hey, ich wette, eines dieser gruseligen Voodoo-Bücher könnte sich noch als nützlich erweisen. Das hier ist doch keine Leihbibliothek, Threepwood. Allein das Aussprechen der Titel dieser verbotenen Werke könnte ungeübten Zungen einen Fluch auferlegen. Ja, klar. Internationaler Markt für Mojo-Markenhandcreme. Entfernt Warzen, Flüche und hässliche Beulen. Warnung, nicht bei Pocken anwenden. Insbesondere bei LeChuck's Pocken. Mist. Ach. Klopf, klopf. Oh. Guybrush, lass das. Wer ist da? Nein! Ich bin's, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ich bin's, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Du Dummkopf! Was? Ich habe Monate damit verbracht, ihn zu dressieren. Und du hast meine bisherigen Bemühungen zunichte gemacht. Jetzt muss ich noch einmal ganz von vorne anfangen. Oh, der Arme. Das tut mir leid. Gibt's hier noch was? Schrumpf. Schlechtester Lufterfrischer aller Zeiten. Teppich. Ein schicker Teppich. Ist das vielleicht so eine Art Voodoo-Tischtennisplatte? Das ist das Symbol der Crossroads, an der sich die Welten der Lebenden und der Geister kreuzen. Alle, die Voodoo praktizieren, müssen der Crossroads ein Opfer bringen, um die Magie in die Welt der Lebenden zu bringen. Ach wirklich? Warum hat dann LeChuck noch nie jemandem auch nur irgendetwas angeboten? Das liegt daran, dass LeChuck ein selbstsüchtiges Ungeheuer ist, das die Voodoo-Macht allein für den eigenen Profit, ohne Rücksicht auf die natürliche Ordnung der Dinge beansprucht. Jetzt, da er ein Mensch ist, treibt sein übrig gebliebenes Mojo wie eine Krankheit umher und verstopft die Crossroads mit ihrer Fäulnis. Wie eine Toilette. Klar, warum nicht? Ja, warum nicht? Und was ist das? Das ist der Schrein für Nor Treblick, den Hüter der Crossroads.
Okay. Hey, den wenn du mit ihm fertig bist, dann kann ich ihn doch haben. Na schön. Ich kann ihn jetzt eh nicht mehr gebrauchen. Oh, der Wer ist der männlichste Pirat auf der ganzen Welt? Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Voodoo-Tour. Ist wohl abgeschlossen. Ja, und es bleibt auch abgeschlossen. Bis es bereit ist, sein Geheimnis preiszugeben. Viele Monde von heute. Es ist eine geheimnisvolle Truhe, die ich in diesem Kapitel noch nicht öffnen werde. Oh, in diesem Kapitel. Was da wohl drin? Finger weg! Darin bewahre ich meine Unterwäsche auf. Lecker. Tiefgekühlter Muskelmagen vom Huhn, tiefgekühlte Molchaugen, Eis am Stiel mit Schlangengift. Oh, was ist das? Interessante Flasche. Was ist das? Die Geister haben dich gut geführt. In dieser Flasche befindet sich eine uralte Schriftrolle, die die Weckelianer hinterlassen haben, die ehemaligen Einwohner von Flotsam Island. Uralte Schriftrolle, was? Glaubst du, darin könnte was über diese durcheinandergebrachten Winde stehen? Vielleicht. Aber erst musst du herausfinden, wie du die unzerbrechliche Flasche zerbrechen kannst, in der ich sie verschlossen habe. Unzerbrechliche Flasche? Warum hast du das denn getan? Manche Geheimnisse sind zu gefährlich, um in die Hände der Sterblichen zu gelangen. Threepwood. Willst du mir noch etwas über diese Flaschenpost sagen? Ich habe die Schriftrolle von einem bitteren alten Piraten namens McGee erstanden. Du kannst deine eigenen Schlüsse ziehen. Hm. Okay. Murray? Nein, nicht Murray. Der gruseligste Wandschrank auf der Welt. Sehr schön. Okay, dann müssen wir wo raus? Dann haben wir hier alles erledigt. Was ist das? Das ist dieses Winddings von oben. Ich denke, dieses Ding fiel bei der Sache mit LeChuck herunter. Ich sollte wohl öfter mal laut werden. Okay. Die Windgötter von Flotsam scheinen in diese Richtung zu zeigen. Gut, also. Will Polly einen Cracker? Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Wenn ich jemals diese blöde Insel verlassen kann und Elaine wiederfinde, werde ich diesen Dekaver aufspüren, damit ich La Esponja Grande finde. Sehr schön. Ich könnte wetten, dass diese Karte von Hemlock das Geheimnis offenbart, wie ich von dieser Insel wieder weg und zurück zu Elaine komme. Aber wie nur soll ich sie aus dieser unzerbrechlichen Flasche bekommen? Unzerbrechliche Flasche. Ist ja Glas. Vielleicht der Gläser? Oder Glasgläser? Okay, also ich würde sagen, gehen wir einfach mal zu dem Glasgläser hin. Vielleicht hat der ja eine Lösung. Vielleicht. Hey, Threepwood! Dürfte ich Sie über die Todeswolke um Ihre Meinung als Durchschnittspirat bitten? Die Todeswolke? LeChucks Pocken! Nein, zu direkt. Nicht genug Pfiff. Todeswolke ist heftiger. Mir, nimm das. Oder mir. Oh, ich werde sterben. Nun, ich muss jetzt kranke Piraten interviewen. Man sieht sich. Kranke Piraten. Die heutige Wettervorhersage verlangt nach LeChucks Pocken, die vom Gelato-Felsen herströmen, kombiniert mit Flotsams andauernd dürftigen Winden, um einen Miststurm Kategorie 5 zu erzeugen. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Hallo, Glasbläser. Ich bin zurück. Hi, das sehe ich. Wie siehst du denn aus? LeChucks Pocken. Was können Sie mir über diese Flasche sagen?
Das ist eine meiner unzerbrechlichen Flaschen. Unzerbrechlich? Ha, auf dieser Welt gibt es keine Flasche, die meinem Zerstörungstalent widerstehen könnte. Beeindruckend. Die geheimen Zutaten stammen von diesen zerklüfteten Kristallriffen. Sie sind härter als Diamanten. Merkwürdig. Aber was machen Sie, wenn Sie eine dieser unzerbrechlichen Flaschen öffnen müssen, um, sagen wir, eine alte Schriftrolle zu lesen, die Sie zuvor clevererweise in der Flasche versiegelt hatten? Das ist eine gute Frage, Junge. Hier, ich zeig dir, wie es geht. Ich benutzte dieses schöne Teil, um Bruchstücke vom Riff abzuschlagen und um damit wiederum eine Flasche wie diese zu öffnen. Wow! Damit ich das auch richtig verstehe. Ihre unzerbrechlichen Flaschen werden genau genommen geöffnet, indem man sie zerbricht? Komm auf keine dummen Gedanken, Blondschopf. Ich kann auch andere Sachen zerbrechen, weißt du? Okay. Ich bin zurück. Hey, das sehe ich. Mach doch meine Flasche kaputt, bitte. Können Sie mir mit Ihrem praktischen Werkzeug zum Zerbrechen von Flaschen eine Flasche zerbrechen? Sicher! Großartig. Das wären dann 37 Goldstücke. Was? Ich habe kein einziges Goldstück in der Tasche. Dann werde ich wohl auch keine Flaschen für dich aufbrechen. Verdammt. Ich will sie nicht weiter von ihrer Schickimicki-Glasblaskunst abhalten. Hey, und ich lass dich gehen, damit du andere plagen kannst. Ja. Okay, vielleicht findet sich ja auf meinem Schiff irgendwas. Ist ja jetzt mein Schiff. So, kann ich das einfach betreten, oder? Ich habe wieder ein Schiff. Wenn nur endlich diese dämlichen Winde drehen würden, könnte ich ablegen und Elaine suchen. Also betreten konnte ich es jetzt nicht. Vielleicht über einen Anker? Willkommen an Bord, Sir. Van Winslow? Was machen Sie denn hier? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Kapitän, würde ich gerne als Ihr erster Offizier an Bord bleiben. Ich weiß nicht. Ich will eigentlich keinen ersten Offizier, der 2 Jahre lang nicht gesegelt ist. Ich will keinen ersten Offizier mit schlimmen inneren Verletzungen, der versuchen wird, mein Schiff zu übernehmen. Ich will eigentlich gar keinen ersten Offizier. Ich bin eher ein Einzelgänger. Ich will eigentlich... Sehr gut, Sir. Sie werden es nicht bereuen, Kapitän. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, meine Stiche sind aufgegangen. Ich sehe Sie hier, wenn sich der Wind je dreht. Na gut, dann haben wir jetzt den ersten Offizier. Mit inneren Verletzungen. Es ist eine detaillierte Karte über den Golf von Melange. Das könnte sich als nützlich erweisen, wenn ich jemals diese vermaledeite Insel verlassen kann. Gut. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Oder vielleicht heute Nacht. Ja, vielleicht heute Nacht. Hauptmast? Das ist der Hauptmast der Screaming Narwhal. Oder der Hauptbaum. Wir haben später noch genug Zeit, um im Lagerraum rumzutoben. Na, ein Käserad. Münsterkäse. Igitt. Vielleicht finde ich ein paar hungrige Ratten, die ihn essen wollen. Eine Kanone. Hey, ist das nicht eine dieser totschicken neuen Schnellschusskanonen aus Ungarn, um die ich Elaine immer angefleht habe, dass ich sie kaufen darf? Hoppla, der Wind leistet ganze Arbeit an dieser Kanonenkugel. Nein! Meine Einhörner! Meine hübschen Einhörner! Oh oh. Aber ansonsten gibt's ja auch nichts weiter auf dem Schiff. Quartier. Ausgang, na gut. Toller Ausgang. Habe ich ein super Schiff, Mensch. Ja, dann schauen wir mal, was mit den Einhörnern passiert ist. Schätze mal, wir haben getroffen, ne? Alles kaputt, keine Einhörner mehr.